So, hallo. Jetzt sind wir zu weit gefahren, weil die Nadine nicht wusste, dass wir da aussteigen müssen. Und jetzt dürfen wir noch ganz weit bis in die Stadt laufen. Das ist Quatsch. Obwohl aber erstmal die Nadine gefragt hat, ob wir jetzt hier aussteigen, hat die Nadine gesagt, nein, wir fahren dahin und da fährt die Bahn gar nicht hin. Egal. Hallo, follow my week. Wir haben Montag, ich habe noch Urlaub. Ja! Und wir müssen in die Stadt, weil mein Handy ist ja kaputt. Und das, oder hoffentlich nur das Aufladekabel, weil wenn nämlich das Handy kaputt wäre, wäre es doof. Aber hoffen wir, dass es nur das Aufladekabel ist. Und da gehen wir jetzt zuerst zu Vodafone und dann gehen wir Geschenke shoppen. Der Sven dachte nämlich eigentlich, dass es montags in der Stadt ziemlich leer ist. Aber dann hat er eben gedacht so, ist ja voll viel los, was ist denn hier los? Und ich habe den Wecker auf 9:30 gestellt, damit wir so um 9:45 in der Stadt sind. Tja, aber er wollte ja weiter schlafen. Aber ist nicht schlimm. Wir gehen jetzt erstmal in den Vodafone-Shop und hoffen, dass mein Handy wieder funktioniert. Und wir haben ein Aufladekabel gekauft, weil es hat funktioniert. Toll, toll, toll. Ich glaube zwar immer noch, dass mein Akku ein bisschen am Schwinden ist. Das kann aber natürlich auch von dem falschen Aufladekabel herrühren. Drück mir die Daumen. Oh mein Gott. Ein High-Modell. Gell, das ist genau. Und es ist die Unit-Weihnachtsfeier. Und richtig. Und alle Social Media Menschen, die hier sind, sind gerade, glaube ich, genervt, dass ich vlogge, ja? Da ist irgendwas falsch. Und hier ist der David, mein Titel- und Auto-Kollege. Und der Patz. Guten Tag, was bin ich für ein Kollege? Auch der Titel. Und blöde Witze. Und Beef Buttons. Das musst du jetzt so als Running Gag eigentlich in jedem Video von mir machen. Auf jeden Fall kochen wir heute zusammen. Wird das wohl organisiert hat, dass wir kochen und essen. Ja, und wir machen das hier in einer total schönen Location. Schaut euch das mal an. Die ist riesig. Wird das die Creme Brûlée oder wird das das Küchlein? Ich glaube, das ist für die Küche, für den Kuchen. Ein Fazit bisher? Das ist das bisher das leckerste Essen, was ich glaube ich jemals gemacht habe, auf jeden Fall. Und ich habe gerade eine halbe Stunde lang Ingwer geschnitten. Und meine Hände muss ich nicht mehr waschen. Ingwer, so. Hier? Da. Schreibt mal in die Kommentare, dass der Patze das ganz großartig gemacht hat. Aber ich kann es nicht abwarten. Geile Scheiße haben wir produziert. Möchtest du erklären, was hier wir auf unserem Teller haben? Das ist Miso-Suppe mit... Moment, ich muss das erstmal. Ja, warte. Es ist Miso-Suppe, die ist super lecker, die ist aus so einem Fischfond mit natürlich Miso-Paste und Sojasauce. Das ist frittierter Lachs mit Ingwer und Zwiebelsalat, Tatar, Lachs-Tatar und Tempura mit Lachs und geilem Zeug. Von Karl-Heinz Jonas, Kaiserstuhl. Wir haben vergessen, den Hauptgang zu vloggen. Wir sind wirklich ganz schlechte Blogger. Also ich und mein Assistent. Ich bin auch ein ganz schlechter Blogger, der Moritz. Wir nennen dich ab heute so. Ich finde den Namen schön. Na gut, kann ich mir nicht aussuchen. Ne? Aber Moritz trinkt jetzt einen Rotwein. Ja, aber wir müssen es doch zeigen. Also, wir haben nämlich hier deliziöse Ente. Ja, ich möchte nicht sagen, aber die habe ich angebraten. Genauso wie ich die Soße angesetzt habe. Das sind schwarze Walnüsse. Rosenkohlpüree und was? Steckrüben, ne? Das sind Steckrüben, ne? Nein? Oh, Petersilienwurzel, so ein Mist. Jetzt habe ich mich ja noch blamiert vor laufender Kamera. Das ist wirklich vorzüglich. Also wir sind jetzt fertig mit der Vorspeise und dem Hauptgang und wir haben gerade eben eine Rede gewidmet bekommen von Cheffe und da ist der Patze ziemlich gut bei weggekommen. Ja, wie immer halt, ist ja auch berechtigt. Ja, das ist halt, ne, außer seine blöden, geschmacklosen, perversen Witze. Jetzt musst du dein Wort wieder sagen. Nee, das mache ich nur, wenn du nicht damit rechnest, weil was soll das auch sonst? Ja, und das schönste Wort in meiner Rede? Beef Curtains, was? Du blöder Sack. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, das schönste Wort bei mir war lebensbejahend. Ja. Beef Curtain. Du blöder. Ich muss da mal so einen Pinkton für drüber machen. Und jetzt gibt es auf jeden Fall noch Schokoladendreierlei. Da freue ich mich. Ey, guck mal, man sieht meinen Arm. Siehst du das? Ja. Das
das meine Hand oder ist das mein Arm? Ah, das ist meine Hand. Nee, ist meine Hand, oder? Verstehst du überhaupt nicht. Das ist doch deine Hand. Ist doch meine Hand. Sieht eklig aus, mach das weg. Sieht wirklich fies aus, ne? Ja, tatsächlich. Versteht es richtig? Ich habe Mittwoch und Donnerstag nicht gevloggt, ja, weil ich viel auf der Arbeit zu tun hatte. Denn heute ist unsere Weihnachtsfeier. Sind wir gerade auf dem Weg hin in einen riesengroßen Bus. Und je nachdem könntet ihr vielleicht lustige Menschen in Action sehen, sofern ich ihre Freigabe kriege. Kriege ich aber so, eh, weil die werden alle betrunken sein. Oh, so, ich mach mal schnell wieder aus. Eine kleine Inselrundfahrt? Nein, natürlich nicht. Wir werden ungefähr. Ich möchte auf jeden Fall ein Statement, was deine Pläne für heute für die Weihnachtsfeier sind. Oh. Du bist auch schon on air. Ja, mach das von unten angestrahlt. Können wir gleich eine Horrormusik hier. Meine Pläne für die heutige Weihnachtsfeier sind eigentlich gewesen, dass ich eigentlich nur zwei verschiedene Alkoholsorten trinken wollte. Das ist Bier plus X. Jetzt habe ich schon von Verporten getrunken. Das war super. Schleichwerbung gibt es nicht auf meinem Kanal. Sag bitte einen Eierlikör. Ein eierlikörhaltiges, hochkalorisches Getränk. Jetzt hoffe ich, dass wir gleich in der Location antreffen und ein super Essen haben werden, weil ich glaube, die Grundlage, die ich mir heute reingezogen habe, reicht mir nicht. Und ich bin morgen um 13 Uhr verabredet mit Freunden von mir für Weihnachtsgeschenke kaufen. Das heißt, da muss ich fit sein. Ich habe zu Hause schon alles vorbereitet. Das kann ja schon ganz gut mit dem Vloggen, würde ich sagen. Ich habe zu Hause alles vorbereitet. Daumen hoch, wenn ihr findet, dass er öfter vloggen sollte. Daumen was? Ich habe zu Hause schon alles vorbereitet. Ich habe einen halben Liter Wasser neben dem Bett. Das müsst ihr euch auch aneignen. Das ist sehr gut. Und das war es erstmal von mir. Zu späterem Zeitpunkt kommt noch mehr von mir wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, erstes. Ich habe heute eine Armada an Schminke dabei, weil ich nämlich noch meine Kollegen mitgeschminkt habe. Ich könnte also meine ganze Firma rein theoretisch mit der Schminke, die in meiner Tasche ist, versorgen. Aber ich hatte keinen Nagellack. Und deswegen musste meine Kollegin, die sich sonst nie die Nägel lackiert, mir Nagellack mitbringen. So ist es. Traurig, aber wahr. 300 Nagellacke zu Hause, keine in der Tasche. So sieht's aus. Und dann soll ich noch erwähnen, dass meine Kollegin, die vor mir sitzt, ein Michael Kors Kleid trägt. Edge. Upsi, vor lauter Dancen und Spaß haben gab es keine Verabschiedung mehr, habe ich vergessen. Aber ihr könnt dafür ja meine letzten Videos angucken, zum Beispiel den Primer Call. Viel Spaß!